Moin Leute und herzlich willkommen beim kleinen Antest-Video, heute mit Undead Mr. Beast. Zurzeit Stufe 100, hat eine Stärke von 7568, hat 115.186 Leben, 7.885 Geschwindigkeit und 180 Ausdauer. Zurzeit 2 Ausdauerrunen und eine Lebensrune. Seine Eigenschaften sind, dass er immun gegen Kontrolle ist, das heißt, er ist immun gegen Lähmung, Einfrieren, feindliche Übernahme und Korrumpieren und deren Mega-Varianten. Sein Lebensraum ist Licht. Und Mr. Beast hat jetzt ein unsterbliches Gegenstück. Rottens Plan ging nach hinten los und jetzt gibt es ein neues kosmisches Monster im Universum. Indem er 2 Portale gleichzeitig betrat, wurde Mr. Beasts Körper entzweigerissen, sodass es jetzt einen bösen Doppelgänger von ihm gibt, der aus Hass und Knochen besteht und nichts als Chaos im Sinn hat. Ja, ich würde sagen, gehen wir direkt zu seiner ersten Fähigkeit. Diese nennt sich Hasser-Hassen, verleiht sich selbst eine zufällige Hasser-Fähigkeit, verleiht dem Wirker eine zusätzliche Runde, hat eine Abklingzeit, macht also kein Damage, aber dafür hat man noch eine weitere Runde, beziehungsweise auch diese Hasser-Fähigkeit kostet 28 Ausdauer und hat eine Abklingzeit von 3 Runden. Seine nächste Fähigkeit heißt Ewige Bestie, verleiht dem Wirker Lebensregeneration, verleiht dem Wirker eine zusätzliche Runde, hat eine Abklingzeit von 3 Runden, kostet 28 Ausdauer und ist ziemlich geil, weil man kann im Prinzip erst das einsetzen, dann Hassen und dann direkt noch eine Fähigkeit machen, weil jeweils immer eine weitere Runde gegeben wird. Zu seiner nächsten Fähigkeit überrascht, fügt einem Gegner massiven Magieschaden zu, fügt einem Gegner Fluch zu. Fluch über eine Runde, Damage ist nicht zu verachten, ist schon ziemlich ordentlich, hat eine Abklingzeit von 2 Runden, kostet 46 Ausdauer und hat eine 50%ige Trefferchance. Als vierte Fähigkeit haben wir Wer geht, verliert, fügt allen Gegnern mittleren Magieschaden zu, fügt allen Gegnern Fluch zu, Fluch über eine Runde, hat eine Abklingzeit von 2 Runden und kostet 46 Ausdauer. Trefferrate ist nicht so extrem gut, aber der Schaden lässt sich sehen. Außerdem lässt sich das gut mit Hasser hassen und Ewige Bestie kombinieren. Kommen wir nun zu seiner ultimativen Fähigkeit mit Benachrichtigung. Abonnieren. Verursacht Fluch und keine Deckung bei allen Gegnern, fügt allen Gegnern sehr schweren Magieschaden zu. Ist eine gute Fähigkeit. Fluch ist ganz schön, keine Deckung natürlich auch perfekt. Das heißt, die Gegner werden auf jeden Fall getroffen. So, zum Ende jetzt noch einmal die Animation von der Ultimate und danach wie sonst auch ein paar entspannte PvP-Runden. Viel Spaß!